Hallo meine Lieben, die Käthe hier, eure Handarbeitstrolli. Ich habe meine Black Friday Bestellung bekommen von Diamond Art Club. Ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber ich wollte euch die Box zeigen. Allein schon die Box. Pass mal auf, pass mal auf. Ich schieb's mal so durch. Und jetzt muss ich hinten hochheben. Eckige Steinchen. A Garfield Christmas. Ist die nicht cool? Wartet, und jetzt stelle ich euch mal raus. Guckt ihr das an? Hier hinten übrigens auch die Schrift, ne? Wer Garfield kennt, genau das war die Schrift. Dein Inhalt, der kleine fiese Möb. Voll geil, oder? Und ich glaube und hoffe, dass hier die neuen Steinchen und das neue Toolkit schon drin ist. Lassen wir uns mal überraschen, so ich denn hier reinkomme. Moment. Siehst du erstmal eine, im Weitwinkel eine verzerrte Fratze. Und das ist. Jetzt hat es. Oh, warte. Alter, ich krieg's nicht raus. Scheiße. Hab ich nicht gesagt. Wartet mal. Hier oben klemmt das Toolkit drin. Moment. Jesus. Ja, auspacken ist leicht, haben sie gesagt. Sah jetzt bestimmt schön aus, wie ich da dran gehangen habe. Und wir sehen das neue Toolkit. Ja! Und das gucken wir uns mal an. So, steht hier auch wieder drauf. Nee, bloß, dass das wiederverwendbar ist. Sonst war immer hier noch für eckige Steinchen, dass das irgendwo stand. Was haben wir denn? Den Applikator, also den Stift, den Griffi, das Wachs, das Schiffchen, den Stopper dazu, Multiplacer einmal, waren da nicht zwei immer jetzt? Ein Coverminder mit dabei, also ein Folienmagnet, die. Ich denke mal, ich weiß jetzt gar nicht, ey, dass die Schärfe fehlt. Ja, danke. Dass die Tweezers, ja, ne? Wie heißen sie denn auf Deutsch? Pinzetten. Dass die weiterhin bloß bei eckigen Steinchen dabei sind. Und wieder verschließbare Tütchen. Ja. Tütchen kommen mir entgegen. Und ein Haufen an so. Rest mit dem Klumpatsch. Und diese Waschentape. Was ein. Oh! Guck mal. Oh, der ist ja geil. Diese Waschentape ist übrigens nicht standardmäßig mit dabei. Also, das ist mal. Und bei einigen ist es tatsächlich nicht. Und ich bin sehr froh, dass das dabei ist, weil ich das finde ich total süß. Guck mal. Das finde ich ja geil. Das ist ja cool. So. Schiffchen, das neue. Das alte zum Vergleich von der Größe
ist kleiner. Ich muss das mal hier wegschieben, sonst fokussiert er mir immer auf den Hintergrund. Mit Goldflitzer, Glitzer und einen Stopper. Fragt sich, wie rum der muss. Muss der so rum? Oder so rum? Ich glaube eher so rum. Nö, dass euch vorne die Steinchen nicht abhauen. Und eher bequem dann so anfassen könnten. Weiß ich nicht. Muss ich mal testen, ob ich damit klarkomme. Die anderen, die mag ich tatsächlich sehr gerne, auch wenn die sehr klein sind. Genau. Und, da hatte sie doch recht. Du hast deinen Vierfachaufsetzer, den schmalen, und einen Siemer. Du hast irgendwelche komischen... sieht ja ein bisschen unappetitlich aus im Moment. Okay, da wurde mit lackiert. Und die hat noch keine Spannung. Also so kann ich mit der nicht wirklich was anfangen. Aber sie ist zumindest gelabelt. Und ich muss erstmal die Schenkel auseinanderbiegen, dass ich mit der Pinzette überhaupt arbeiten kann. Jo, aber es ist eine Pinzette mit dabei. Dann habe ich einen gelben Stift. Liebe Grüße an Sab. Deine Lieblingsfarbe. Hust. Gelber Griffi. Die Stiftfarben sind übrigens völlig variabel. Da kriegt jeder eine andere Farbe. Und jetzt liegen mir hier Lacksplitter von diesen komischen Dings hier. Schutz da oben herum. Naja. Ich krieg's nicht raus. Gut, es sind trotzdem... man muss ja fallen lassen. Siehst du, das ist der Trick. Zwei herzförmige Wachsplatten in diesen Herzchenbehälter. Und das Coolste, der Folienmagnet. Den finde ich ja cool. Große, flache Magneten. Ja, auch der Folienmagnet ist völlig random. Zufall. Warte, kriegst du. Ja. Ingetütet. Also die Pinzette finde ich ja, naja. Da waren die alten tatsächlich besser. Gut, dass ich davon noch so viel habe. Okay. Darum soll es ja gehen. So, jetzt nicht den Tee verschütten hier nebenan. Oh, sie fühlt sich wieder besser an. Zwischenzeitlich fand ich die echt stachelig. Auch das muss gesagt sein. Und jetzt muss ich dich, glaube ich, wieder rausstellen. Zack. Blub. Denn es ist groß. Es ist 70x70. Und wir haben einen Garfield. Und da kommt Odi. Und da hinten haben wir einen Sneaker-Weihnachtsmann. Was der da wohl guckt. Der sieht ein bisschen grimmig aus, wa? Naja. Ja, ich liebe Garfield. Also nee, Garfield ist eigentlich ein Arsch. Ich mag Odi. Der tut mir immer leid. Aber ich habe die Serie, fand ich cool. Dein neues Booklet mit Anleitung, Schritt für Schritt, Tipps und so weiter und so fort. Gutscheincode. Bitte dran denken, wenn du das erste Mal bei Diamond Art Club bestellst, unten in der Infobox befindet sich ein 15% Erstbesteller-Link von mir. Da kannst du gerne drauf gehen. Das hilft mir, weil ich sammle dann Pünktchen, und mit diesen Pünktchen, die kann ich dann wieder einsetzen.
um euch weitere Sachen dann zu zeigen. Ja, einer für alle, alle für einen quasi. Genau, hier bei dem Bild war das so, aber das ist auch auf dem Originalbild so, dass viele hier diese hellen Flächen, dass das so wie überbelichtet aussieht, stört, gerade hier auch in den Augen, dass das so eher aussieht wie so eine Taschenlampe. Ja, hatte ich auch gesehen, aber ich glaube, da werde ich, denke mal, das sollte ich hinkriegen, dass ich das hier, wie es bei Garfield gerendert ist, einfach hier übernehme. Warte mal, ich fahre dich mal ran, dass du das mal siehst, was ich meine. Ja, weil hier alles weiß ist. Und auch hier, das ist dann schon krass weiß. Aber wie gesagt, auch das Originalbild ist so überbelichtet. Ja, also sonst, ja, mega cool, ne? Ist halt anderes Weihnachten. Nicht so diese klassischen Sachen, obwohl du ihn noch Klassik hast mit dem Weihnachtsbaum. Und beim Weihnachtsmann. Wie spät haben wir es? Es ist, was ist es? 7:07. Es gibt reichlich Geschenke. Und das kennt jeder. Einmal verheddern, please. Cool. Auch die Fransen kommen ganz gut raus. Ja, cool. Und was mich halt wirklich freut, dass die Leinwand wieder nicht mehr so stachelig ist, weil zwischenzeitlich war das so stachelig. Ich wiederhole mich. Konzentrieren Sie sich, Käthe. Zeigen Sie den Spruch von Diamond Art Club. Und die Legende oben links und unten rechts haben wir eine. Wir haben 59 Farben. Und was dir vielleicht schon aufgefallen ist, hier drinne ist kein großer Vorschau-Sticker. Nein, bei diesen, oder ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, bei allen neuen Kids, sind die nicht dabei. Also die Sticker-Legende ist da nicht mit dabei. Entschuldigung. So, einmal was getrunken, jetzt geht's wieder. Ja, die Sticker-Legende ist nicht mit dabei. Du kannst sie dir ausdrucken. Wenn du bei dem Bild bist und da auf der Seite ein bisschen runterscrollst, dann steht da irgendwas von Download. Blablabla. Und dann kannst du das Vorschaubild und die Legende ausschnippeln. Hier unten sehen wir einmal das Vorschaubild, der Name des Bildes, die Größe, die Lizenzierung, die sozialen Medien, deine lebenslange Garantie. Ja, und jawoll, anschubsen tue ich euch auch noch. Na, warum denn nicht? So, wollen wir da durch? Ach komm, ich blende dir, wer nicht kicken will, da bitte hinscrollen, vorspulen. Für alle, die jetzt noch dabei sind, guck mal, da steht auch der Name des Bildes nochmal drauf. Das eine Menge. Das wiegt. So, reingeholt. Zack. So. Mein Lieblingsorange. Die 740. Eine große Tüte. 938 2x 890. 38, 57. Haben wir 1, 2, 3 mal. 301 ein schönes, ich sag's nicht, braun. 312 und wir sind weiter beim Quietschorange 741 zweimal. Ein Quietschegelb, nochmal etwas helleres Orange.
Und drei Tütchen weiß. Einmal etwas Mauve und einmal etwas schwarz. Keine Sorge, das ist nicht die einzige Tüte schwarz. Aber ich will da mal kurz ran an die Steinchen und mal gucken, wie die so aussehen. Aber irgendwie blendet es hier alles. Sieht nicht so richtig. Also zumindest durch die Kamera nicht. Die funkeln auf jeden Fall mehr als die alten Steinchen. Also die waren ein bisschen stumpfer. Aber ich habe jetzt hier jetzt so beim Vorbeigucken jetzt keinen großartigen Ausschuss gesehen. Wir gucken weiter. Da. Weiter schwarz. Oh, das ist ein schönes Grün. Oh mein Gott, ist das schön. Dunkelbraun. Eierschalengelb. Die 817, die ist ja fast so krass wie das 666. So, wo kommen denn die ABs hier? Mensch, irgendwann müssen wir ja mal hier ein bisschen extra Sparkle hier vorzeigen können. Na. Oh, und aber wenigstens mein Lieblingsgrün. Die 907. I love it. Ist sie nicht schön? Ach ja. So, und wenn man meckert, kommt es auch. Die erste AB-Farbe, ein Blau. AB steht für Aurora Borealis. Das sind die Polarlichter. Und auf den Steinchen ist das nochmal eine spezielle Oberfläche, wie du siehst, dass die so in Regenbogenfarben schimmert, um noch mal ein bisschen Akzente zu setzen, Tiefe ins Bild zu bringen. Jawohl! Sehr schön, also einen haben wir schon mal. Bubblegum. Nam, nam, nam. So. Und bei den ganzen Farben hast du schon gesehen, die sortieren nicht nach Größe, also quasi nach Zeilenalphabet, sondern nach Anzahl der Steinchen. Ne? Je mehr, desto größer die Tütchen, je weniger, desto kleiner die Tütchen. Und die Farbe finde ich ja auch mega geil. So ein Neon Bubblegum Peach Rot Blub. Geil. Frieda. Ja, das rotigste Rot, also Rote, ist die 666. Ein Lila. Auch schön. Tada! Noch ein AB. Diesmal in Grün. Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer. Mega schön. Nummer 2 also. Und Nummer 3. Das ist kein Weiß. Da ist ein ganz leichter Minzunterton. Sehr schön. Auch in dem Kit drin mit dem Schwan. Also beim Swan Lake. Ihr erinnert euch vielleicht. Ach ja, auch das steht mir vor. Hätte ich nur mehr Zeit und mehr Arme. Guck mal hier, noch einer. Ein Peach. Cool. Mega schön. So. Jetzt mal versuche, ohne euch anzuschuckeln, wird es mir gelingen. Ich weiß es noch nicht. Gottes Willen. Na. Zack. Nochmal groß gestellt. Ja. 4 AB-Steinchen.
AB, siehst du, bei Diamond Art Club ist alles, was die Farbnummer unter 150 hat. Und wollen wir suchen? 1, 2, 3, 4 müssen wir suchen. So, gut. Schön. Eins ist blau. Hier so mit drin und in der Kriesbaumkugel in dem wunderschönen Engel. Der sieht so ein bisschen spooky aus. Finde ich die Sicht. Naja, hier so vereinzelte, also diese Schneeflocken sind sowohl die 1 als auch die 2. Was ist das? Dieses Weiß mit dem Minzunterton ist hier auch mit drin verteilt. In Santas Gesicht ist die Peachfarbe drin. Bei ihr auch so ein bisschen. Bei er, sie, es ist ihr und es. Gruselfaktor. Hier haben wir noch ein bisschen 2 und 4. Hier in dem grünen Kranke. Hier unten so ein bisschen. Also gut verteilt. Ja. Gut verteilt, würde ich sagen. Kann ich mir gut vorstellen. Auch mit dem Schnee, das finde ich sehr schön. Das ist dann eher, dass die AB im Hintergrund zu wirken und die beiden wirklich im Vordergrund dann sind. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, meine Lieben. Ne? Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Aber so schnell wird es nicht angepackt. Aber ich hab's. Ich hab's. Ja. Gut. Das wart mal wieder. War. Ich wünsche euch was. Einen wunderschönen Abend. Bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich. Tragt die Hörnchen aufrecht und bis bald.